Willkommen zurück zum Jedi Master Luke Event. Heute mit Stufe 6, dem Freispiel des ultimativen Materials für unser Ultimate. Ich habe schon zweimal gespielt und habe also schon geprüft, ob unsere Strategie, die wir in der Stufe 4 und 5 angewandt haben, ob die auch in Stufe 6 geht. Und ich kann ganz klar sagen, ja. Man braucht nichts ummodden. Stufe 6 ist genauso einfach wie Stufe 4 und 5. Dieselben Gegner, Kylo Ren, wir müssen ihn nur in den roten Bereich bekommen und dann haben wir eigentlich das ultimative Fähigkeitsmaterial schon freigespielt. So, ich habe 140 Tickets beisammen und dann dachte ich, okay, jetzt wäre eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, zwei Kämpfe zu machen, zu zeigen, dass es relativ einfach ist. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los, gehen wir rein in den Reiseführer auf das Event, gehen auf Stufe 6, investieren 70 Tickets. Ich könnte jetzt die Mods zeigen, aber ich sage es einfach nochmal, es ist völlig irrelevant, welche Mods ihr drauf habt. Ja, es ist wirklich nicht wichtig. Das Event, auch Stufe 6, ist so einfach, dass man nicht ummodden muss. Man kann einfach reingehen, zwei, drei Moves durchziehen und dann ist es eigentlich durch. So, investieren wir 70 Tickets. Audio anmachen, für alle, die es interessiert. Es ist aber nicht so wirklich spektakulär. Also, klar, hier hinten, Kylo Ren's Kommando Shuttle ist ganz nett. Okay, wir sehen schon hier, Kylo Ren hat Blind drauf, zumindest für seinen ersten Angriff, ist aber wirklich egal. Gut, wir aktivieren unser Ultimate, ganz klar. Wenn wir es schon haben, dann nützen wir es auch. So, wir rufen unseren Damage Dealer. Er setzt sogar Healing Unity. Wir rufen nochmal unseren Damage Dealer. Der verschwindet jetzt demnächst. Jetzt ist er verschwunden. Wir rufen jetzt mit dieser Fähigkeit, die nennt sich überlieferte Lehren, wieder unseren nächsten zur Verfügung stehenden Damage Dealer, weil der alte Ben und Ray da hinten machen natürlich viel weniger. So, und jetzt aber noch einen ganz normalen Angriff und das ist eigentlich durch. Ja, also der kam jetzt, glaube ich, einmal dran, hat aber nicht getroffen, weil er blind hatte und das war's. Leider ist hier nichts weiter. Also die sprechen nicht, man kriegt nichts weiter mit am Audio, außer die Hintergrundmusik. Weiß nicht, ob ihr da mehr erwartet habt. So, jetzt haben wir drei Stück insgesamt. Ich sage es einfach gleich nochmal, wir haben ja genügend da. Wie gesagt, hier stimmen auch wieder die Werte nicht. Ich glaube, dieser Event-Luke hat irgendwie immer 543, weil ich habe definitiv mehr auf meinem. Da sind natürlich meine drauf, ist ganz klar, aber das ist nicht wichtig. Ihr habt ja gerade gesehen, der Kylo Ren, der Gegner, kommt eigentlich gar nicht dran. So, aktivieren des Ultimates. Selbe Strategie. Wir rufen den Damage Dealer. Der hat ja sogar schon Crit ab und Crit Chance ab. Der erste Angriff von Kylo Ren geht ins Leere. Wir rufen wieder unseren Damage Dealer. Jetzt machen wir einen schönen AOE. Offense ab. Greifen jetzt Spezialangriff an. Der macht ein bisschen mehr Schaden deswegen. Nun rufen wir wieder unseren nächsten zur Verfügung stehenden Damage Dealer. Und jetzt ist es eigentlich egal, ob wir... Jetzt hätten wir auch das erste Special machen können. Völlig egal. Also, man kann diesen Kampf nicht verlieren. Ja, ihr habt ja gerade gesehen, das ist nicht möglich. Aber es ist auch immer recht angenehm, dass wir nicht ummodden müssen. Mal ganz nett. Okay. Also das war es eigentlich schon mit Stufe 6. Ich wollte eigentlich nur aufzeigen, wie einfach es ist im Grunde genommen.
4 Stück haben wir, noch 6 Stück brauchen wir, dann könnten wir es einsetzen. Ich sagte könnte, weil viele auch bei mir im Chart cutten ihn nicht aus, sondern heben sich dieses ultimative Material auf. Mag vielleicht ein bisschen für den einen oder anderen komisch klingen, aber es liegt einfach daran, dass man es bei ihm nicht wirklich braucht. Also zumindest in der Arena nicht. Wenn jemand ihn natürlich gerne als Lead einsetzt, zum Beispiel im neuen Ranker, dann sieht es anders aus. Ist ganz klar, dann will man natürlich auch höheren kritischen Schaden und so, das möchte man natürlich gerne gegen den Ranker einsetzen. Deswegen spielt man natürlich dann im Lead gegen den Ranker und kann das Ultimate natürlich sehr gut einsetzen. Aber in der Arena braucht man es nicht wirklich. Ist wirklich so, deswegen viele sparen sich diese 10 Materialien dann auf für den eventuell nächsten galaktischen Legenden. Okay, also das war's von mir. Das war's mit einem recht kurzen Video über Stufe 6 beim Freispielen des ultimativen Fähigkeitsmaterials für unseren Jedi Master Luke. Und ich denke, wir sehen uns bald wieder mit der nächsten galaktischen Herausforderung. Bis dann und ciao.